Herzlich willkommen zurück beim Salzburg Summit. Wir haben jetzt den Tim Höttges bei uns, den CEO der Deutschen Telekom, nach seiner, fast kann man sagen, Keynote des Jahrhunderts. Herr Höttges, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. Was war die Hauptmessage? Die Europa ist nicht wettbewerbsfähig im Bereich der Digitalisierung, wenn man sich mit China und USA vergleicht. Erste Botschaft, wir sind in einem globalen Wettbewerb zwischen Amerika und China, der sich gerade im Digitalmarkt abspielt. Beide trainieren enorm ihre Muskeln und Europa guckt ein bisschen zu. Am Ende des Tages wird es zwei starke geben und Europa ist irgendwo weiter zurückgefahren. Zweite Botschaft, die Unternehmen müssen sich anstrengen, sie müssen alles tun, um effizienter, kostengünstiger Infrastruktur zu bauen. Aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen dafür. Das Kartellrecht muss überarbeitet werden in Europa. Die Gatekeeper, die großen Internetfirmen müssen limitiert werden in ihrer Marktmacht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir schnellere Verfahren bekommen für den Ausbau der Infrastruktur. Spektrum darf nicht mehr als Steuer belastet werden, sondern muss den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und was wir vor allem auch brauchen ist, wir dürfen nicht immer die Kraft des Stärkeren schon bei Startups unterstellen, sondern wir müssen auch Technologien, gerade diese Sprunginnovationen, in ein Gewächshaus bringen und erstmal schützen, bevor wir sie in den freien Markt reinlassen, um dann direkt von Amerikanern oder von Chinesen gekauft zu werden. Wie dringend ist dieser Appell von Ihnen? Man hört ja viele Keynotes und Sie haben es aber mit Leidenschaft rübergebracht, mit Überzeugung. Verpassen wir da was? Verpassen wir da eine wirkliche Chance? Ich bin Veteran dieser Industrie und ich bin jetzt seit 8 Jahren Vorstandsvorsitzender, also ich bin seit 15 Jahren im Vorstand. Wir machen zu wenig, wir sind zu langsam in Europa. Wir wollen alles gleichzeitig. Wir wollen immer die beste Infrastruktur. Wir wollen einen perfekten regulatorischen Rahmen. Wir wollen die niedrigsten Konsumentenpreise. Wir möchten möglichst viele Wettbewerber haben. Wir wollen immer die beste Infrastruktur haben. Der Pragmatismus fehlt in Europa. Der Pragmatismus, jetzt erstmal schnelle Lösungen zu finden, als immer die perfekte Lösung zu finden. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass unser ordoliberales Grundverständnis für den europäischen Markt in diesen Plattformökonomien nicht funktioniert. Und die gewisse Machermentalität, weil Sie haben eine Statistik zitiert, ich wiederhole das aus dem Kopf, 21% Input in die Innovation, nur 15% Output und 8% Unicorns. Mangelt es an Machermentalität? Also erstmal, die Akademie in Deutschland, in Europa, ist extrem stark. Wir sind im Forschungsbereich, auch in den klassischen Industrien, nach wie vor in Europa, dem größten Binnenmarkt der Welt, nach wie vor führend. Wir machen zu wenig Inlandsprodukt aus dem. Und besonders diese Technologien in Startups umzusetzen, wo die Innovation, wo eine höhere Dynamik herrscht, die findet in Europa nicht statt. Wir haben immer noch Angst zu gründen. Gleichzeitig viele der Startups verschwinden, werden gekauft von ausländischen, gerade auch von amerikanischen Venture-Fonds und dergleichen mehr. Und dadurch entsteht zu wenig Startup-Kultur in Europa. Vielleicht noch abschließende Frage, weil Sie haben ein super Bild gebracht und jetzt auch wiederholt. China und Amerika, zwei Boxer, die sich gegenseitig hochpushen und Europa als Zuschauer, als der Passive. Ist das wohlstandsgefährdend? Ist da Existenz bedrohend, wenn man langfristig das zu Ende denkt? Also erstmal macht mir dieses Decoupling schon Angst. Die Autarkiebestrebungen der Chinesen, die sagen, wir müssen unsere eigenen Technologien entwickeln, ob das im Chipset ist, ob das im GPS-Bereich ist, ob das im Zahlungsverkehr ist, ob das auch bei den Play Store-Anwendungen mit Harmony ist. Überall sieht man ein Decoupling der Chinesen von der westlichen Welt. Gleichzeitig, wir sind mit der westlichen Welt verbandelt, da sind wir zu Hause. Ich weiß eben nicht, wer ist der Innovativere, wer ist der Schnellere, wer ist der Bessere. Und mein Grundverständnis, mein Wertesystem basiert auf einer globalisierten Verständnis, auf der besten Technologie für den Konsumenten und für den Kunden. Und deswegen würde ich mir weniger eine Zwei-Welt-Trennung vorstellen, als eine gemeinsame globalisierte. Und trotzdem haben Sie abgeschlossen mit einer positiven Message in Richtung Europa, einem Commitment für Europa, hier wieder sozusagen Anführer zu werden. Die Botschaft war am Anfang, wir sind unheimlich verletzlich. Ich stand gestern an der Salzach im Sonnenuntergang, die Menschen gingen irgendwo in ihrem Urlaub den Dingen nach und der gleiche Fluss, den habe ich am Tag zuvor im Ahrtal gesehen, der alles zerstört hat. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass Europa dann in so einer Situation solidarisch ist. Dann helfen uns die Amerikaner und Chinesen nur bedingt. Was uns hilft, ist die Solidarität. Die Belgier, die Holländer, die Luxemburger, alles hilft momentan aus, um diese Katastrophe zu machen. Gleichzeitig die Solidarität
gemeinschaftlich irgendwas aufzubauen, eine eigene Souveränität auch in der Digitalwirtschaft zu entwickeln, das erfordert erstmal Emotionen, erstmal einen guten Bauch, ein gutes Herz, und dann macht man das Richtige sozusagen in der Struktur, in der Analytik. Und das war mein Appell. Wir brauchen vor allem erstmal die Einstellung, gemeinsam etwas aufbauen zu wollen. Dann wird auch das, was wir brauchen für die Digitalwirtschaft, am Ende des Tages funktionieren. Super, vielen Dank. In diesem Sinne, Tim Höttges, googelt ihn bitte. Das ist ein Vordenker in Europa, einer wirklich, der es weiß, was wir zu tun haben. Vielen Dank, wir werden das Gespräch, seine Keynote auch nochmal zusammenfassen und hoffen, ihn bei 4 Game Changers Festival nächstes Jahr zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.